Hallo meine lieben Care Stylos! Yay, es gibt endlich wieder ein Video auf meinem Care Beauty Vlog und ich freue mich unheimlich. Es hat jetzt ja fast ein ganzes Jahr, glaube ich, oder so gedauert, seit ich das letzte Video gedreht habe. Und oder letztes Jahr war einfach gar nichts hier. Aber das lag einfach daran, weil ich wirklich auch mich auf Instagram nochmal weiterentwickelt habe, weil ich wirklich auch meinen Online-Shop aufgebaut habe. Und da war ich einfach echt total im Stress, kann man sagen. Mein Online-Shop, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist www.diebeautykiste.com. Genau, schaut einfach mal vorbei. Ich würde mich unheimlich freuen. Ich habe da tolle Marken drin und tolle Produkte und freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Jetzt zeige ich euch heute ein kleines Haul, das ich gemacht habe. Mein Januar-Neujahres-Haul, genau. Ich war nämlich beim Müller und habe mich mal ein bisschen inspirieren lassen und da habe ich jetzt ein paar tolle Produkte und die zeige ich euch jetzt. Ja, wenn euch mein Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Care Stylos seid, dann freue ich mich unheimlich, wenn ihr mir einmal hier auf YouTube folgt und wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Schaut einfach mal vorbei und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meinem Online-Shop www.diebeautykiste.com vorbeischaut. Ist ihr auch ebenfalls unten verlinkt. Außerdem freue ich mich über Kommentare und wenn ihr die Produkte aus diesem Haul hier selber nachshoppen wollt, dann schaut in meine Videobeschreibung, da findet ihr alle, einfach auf die Links klicken und ihr kommt zu jedem Produkt. Genau. Also, jetzt starten wir mal. So, und zwar war ich halt bei Müller Drogeriemarkt, wie gesagt, und habe meinen Neujahreseinkauf gemacht. Und da habe ich von Hey Organics die Antioxidant Face Maske mir geholt. Genau. Also ich mache gerade eine Detox-Phase, von dem her fand ich das irgendwie ganz passend. Die werde ich mir auf jeden Fall gut gehen lassen, sage ich mal so. Und da freue ich mich schon drauf. Habe von Hey noch nie Masken ausprobiert. Ich hatte schon Waschgels und Toner und so, aber das hatte ich noch nicht. Genau. Dann habe ich von Alnatura den rote Linsen-Snack mir geholt. Genau. Der sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich mag immer solche, also ich muss echt sagen, Linsen-Snacks mag ich einfach unheimlich und Linsen sind einfach auch so unheimlich gesund. Deswegen schaut bei den Linsen vorbei. Das ist wirklich eine tolle Alternative zu Chips und so weiter. So, dann habe ich hier noch so ein paar Maiswaffeln, genau, von Alnatura. Dann habe ich hier von Alnatura einen Himbeerjoghurt-Vollmilchriegel, genau, so einen Schokoriegel. Dann habe ich hier Schoko-Orangenkekse von Alnatura. Und genau, das war es dann mal soweit aus dem Bioregal. So, dann habe ich mir zwei Duschgels geholt. Eins von Hildegard Braukmann, Sanddorn Orange Duschcreme, genau. Und dann habe ich hier ebenfalls von Hildegard Braukmann Mango Duschcreme mit Orangenöl und Mandelproteinen. Genau, die sieht so aus. Die gab es da im Angebot und da habe ich das doch direkt mitgenommen. Dann habe ich noch von Ghoul das Kopfhaut Sensitiv für trockene und empfindliche Kopfhaut, das Shampoo mir geholt. Genau, das spendet ganz viel Feuchtigkeit. Die Ghoul Shampoos, diese dreieckigen, finde ich total super. Lieb die total und egal welches eigentlich, die sind immer alle super. Und hier habe ich jetzt noch mein Lieblingsdeo von CD, das 24 Stunden Deo Wasserlilie, genau, das ist ja mein absolutes Lieblingsdeo. Obwohl ich dann gesehen habe, dass es noch eine neue Variation jetzt gibt. Es gibt ja noch Orangenblüte und so, aber jetzt gibt es noch eine rosane Variation. Seidenblüte, meine ich, hat es geheißen. Das werde ich mir wahrscheinlich das nächste Mal dann holen. So, dann habe ich noch last but not least bei Catrice noch vorbeigeschaut. Da habe ich hier von Catrice den Highlighting Hero Duo Pencil. Genau, der hat hier vorne der hat zwei Highlighter hier, genau, also habe ich gesehen und fand es eigentlich sehr spannend. Und ich wollte mal so eine Contouring-Palette von Catrice, und zwar die 3 Steps to Contour. Da ist drin zum Konturieren quasi, genau, dann ein Bronzer und ein Highlighter, genau, also... Genau, also richtig cool. Freue mich unheimlich, das auszuprobieren. Und ja, es wird auch jetzt in Zukunft wieder neue Looks hier auf meinem Beauty-Vlog geben. Ich freue mich jetzt wieder auch hier am Start zu sein, aber manchmal muss man einfach den Fokus
auf das legen, was einem jetzt als erstes drankommt. Genau. Auf jeden Fall, das war es jetzt schon soweit von diesem Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt euch am meisten interessiert oder was euch da am besten gefallen hat oder was ihr vielleicht auch schon selber ausprobiert habt. Würde mich unheimlich freuen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag. Viel Spaß, das war's, eure Care. Ciao.